Mädel-Leute, Servus und herzlich willkommen bei der Drachenlady. Ja, gut. Als allererstes mal, heute kam ja, es kam ja jetzt schon lange kein Video mehr, also seit gestern. Heute Mittwoch, heute ist kein Mittwoch und auch keiner der restlichen Wochentage. Deswegen ist es heute mal ein Ausnahmevideo. Das liegt ganz einfach mal daran, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt so lange nichts mehr von mir hören habe lassen. Und weil sich auch sonst niemand mehr von euch gemeldet hat und ich keine Freunde habe. Auf der anderen Seite muss man sagen, wer mich nicht auf MySpace oder auf Google Plus verfolgt oder auch meine 1000 Zweitkanäle nicht verfolgt, dem kann ich leider auch nicht helfen, denn da poste ich immer die aktuellsten Sachen. Ob ich nun halbes Schwein verdrücke oder Fotos meiner verfallenen Bude hochlade, Leute, das seht ihr nur da. Meine künstlerische Darstellung. Facebook gibt's ja mittlerweile nicht mehr bei mir, und deswegen ist knuddels.de eigentlich die idealste Anlaufstelle. Ihr findet mich dort im Kanal Wütender Metaller. So, das Ganze könnte sogar jetzt wichtiger denn je sein, denn ich habe das noch nie gehabt, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe mir noch keine also ich habe mir noch keine Symptome dafür angeschaut, aber es könnte sein, dass ich Probleme mit die Prostata gerade habe. Deswegen, weil ich habe total nach Fisch gerochen jetzt, Salah, war total fettig und alles und ich habe dann sogar noch, ich weiß nicht, ob es ein Rückfall war oder sowas. Irgendwas habe ich auf jeden Fall dann noch mal gehabt. Bin dann noch viel schlimmer gewesen. Und so weiter. Ich bin nicht zu dick. Also daran kann es nicht liegen tun. Da gibt's da so Trolle und Hater, die das sagen. Ihr seid alle Kasper. Weil solange ich mich noch aus dem Bett rollen kann, kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Ich weiß schon, was ich mache. Und außerdem habe ich schon gewaltig abgenommen. Das könnt ihr ja auch am Video sehen. So, denn bin ich 3 Tage lang wirklich flach gelegen, obwohl das mit meiner Wampe unmöglich ist. Also wirklich komplett flach. Ich bin immer aufgestanden, ich bin nur aufs Klo gewackelt und das sind 4 Meter aus meinem Zimmer raus oder was. Und selbst das war die reinste Tortur. Das waren Schwanken ohne Ende. Mich hat's ein paar Mal fast hingelegt und so weiter. Also echt heftig. Weil normalerweise gehe ich nur gerade mal aus dem Haus, wenn ich Hunger habe, um Wildschwein zu jagen, also beim Fleischer. Und jetzt habe ich dauernd das Gefühl, als würde ich irgendwas im Hals haben und deswegen habe ich das Gefühl, das Gedanken jetzt da gehabt, dass das vielleicht die Prostata ist. Deswegen werde ich morgen nochmal zum Arzt gehen. Egal, ob morgen Samstag ist oder nicht. Werd mir nochmal das nachprüfen lassen, ob das vielleicht wirklich die Prostatas sind oder was das sein könnte. Denn auf die Idee, dass das die Prostatas sein könnten, bin ich gar nicht gekommen. Wenn das die Prostatas sind und ich mich nicht ganz täusche, dann wäre das sehr ärgerlich, weil das auch Auswirkungen auf meinen Penis hat, soweit ich weiß. Wie auch immer, ich bin jetzt nicht so eitel, dass ich drauf abfahren würde oder so, aber ich sag mal, ich habe mich jetzt dran gewöhnt und die Mädels sagen zumindest immer, dass sie meine Prostata mögen. Also, ja, ich hoffe, dass es sich dann nachher nicht ändert. Wie auch immer, so weit sind wir gar nicht und ich habe jetzt auch gar nicht vor, hier ein Labervideo draus zu machen oder so. Es wird kein sonderlich langes Video, wie ihr heute vielleicht schon gesehen habt. Also nur so circa 25 Minuten. Denn mehr kann mein PC auch gar nicht rendern. Aber ich habe ein bisschen rumrecherchiert, habe ein bisschen meine alte Festplatte durchgecheckt und mir ist aufgefallen. Verzeihung. Und mir ist aufgefallen, dass da noch eine alte Folge von, die noch nie veröffentlicht wurde, von Vier Drachen und die Mittelalter-Sexorgie drauf ist. Für alle, die schon lange dabei sein, für alle, die schon lange dabei sind, wissen natürlich, was Vier Drachen und die Mittelalter-Sexorgie war. Oder ist. Und die Serie wird nie wieder kommen. Genau wie ich.
Aber als kleine Entschädigung, weil ich so lange nicht da war, werde ich ein kleines Special machen, in der ich euch ein paar Ausschnitte aus der damaligen Folge zeigen werde. Die wäre sehr geil geworden, aber auch dafür habe ich leider nicht genug Material jetzt da, sowohl untenrum als auch Videomaterial. Also da werde ich euch mal zeigen, was ich noch da habe, was ich noch zusammenschneiden konnte, was gepasst hat. Ich finde, das war selber absolut peinlich und scheiße, aber das ist jetzt nur etwa, ja, 10 Sekunden. Nicht ganz, aber das ist ja besser als gar nichts und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen schon mal. Wünsche euch viel Spaß damit. Ganz am Ende kommt noch ein Ausschnitt. Ich weiß nicht mehr genau ganz, was das jetzt war, aber ihr werdet es ja sehen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Oh, oh yeah. Metal. Okay, ich habe mir jetzt das Ende nochmal angeschaut, was ich da verzapft habe. Ja, das war nicht ganz so cool, nicht ganz so das Optimale. Das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe, diese 10 Sekunden, die waren eigentlich, ja, das war eigentlich als Outtake-Zeug gedacht und deshalb habe ich das auch in einem Ordner unter Erotik eingeordnet gehabt. Jetzt weiß ich es auch wieder. Das habe ich jetzt vorher gar nicht gewusst, aber das macht ja jetzt auch nichts. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein!